Game Freak präsentiert. Ein Spiel, welches Geschichte schreibt, wird nun zu dritt gezockt. Es ist Pokémon Feuerrote Edition. Oh yeah, liebe Leute, endlich geht es los mit dem Threegather. Wird jetzt endlich der erste Part hochgeladen von mir, dem Crypticon. Oh yeah, und diesmal habe ich die Ehre, den ersten Part zu machen. Und ich darf die Leute, die bei diesem Spiel mitzocken, mal richtig schön trollen, oder? Ja, wir werden direkt anfangen mit diesem wunderbaren Spiel. Mit drücke Start. So, das ist jetzt das ganz normale Pokémon-Tutorial. Ich bin auch total ein bisschen unvorbereitet, weil das ist so ein erstes richtiges Threegather, was ich zocke. Aber ich gebe mein Bestes. Die Knöpfe und Tasten, bla bla bla, ja, das ist... Ich glaube, das brauchen wir überspringen, weil ich glaube, jeder von euch kennt Pokémon. Das können wir mal lesen. Die Welt, in die du jetzt gelangst, wird dir ein Abenteuer bescheren, mit dem du der Held bist. Rede mit den Leuten, überprüfe Dinge, wo immer du bist, in Städten, auf Straßen oder in Höhlen. Sammle überall Informationen. Neue Wege werden sich auftun, in die du Menschen in Not hilfst, Herausforderungen meisterst und Rätsel löst. Manchmal wirst du von anderen herausgefordert und von wilden Geschöpfen angegriffen. Sei tapfer und lass dich nicht beirren. Während deines Abenteuers interagierst du hoffentlich mit allen möglichen Personen, um deinen Charakter zu festigen. Das ist unser Hauptziel. Drücke den A-Knopf, um das Abenteuer zu beginnen. Ja, genau, Pokémon sind ja eher Darui und Yannick Plays die Pros. Bei mir ist es so halb-halb. Ihr dürft, glaube ich, nicht auf mich böse sein, wenn ich, ich hoffe, ihr seid nicht böse, wenn ich nicht krass durchblicke wie die beiden anderen, aber ich glaube, es wird sich schon klären. Wir dürfen diesen Part eh noch nicht anschauen. Hahaha. Die werden die Live-Reaktion zeigen, Leute. Das ist das Besondere hier dran. Das ist einfach nur endgeil. So, los geht's, lieber Professor. Hallo, herzlich willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Eich, man nennt mich den Pokémon-Professor. Diese Welt wird von Wesen bewohnt. Die man Pokémon nennt, ja, sagt man nicht. Für manche Leute sind Pokémon Haustiere, andere tragen Kämpfe mit ihnen aus. Ich selbst habe mein Hobby zum Beruf gemacht und studiere Pokémon. Ja, auch geiler Job, ne? Zunächst sollst du mit mir etwas von dir erzählen. Verrätst du mir, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist? Ein Junge natürlich. Also so krass will ich dich jetzt auch nicht trollen, ne? Wie lautet dein Name? Ja, ich, schlag mich. Ich bin Zelda-Fan. Und wenn ich anfange, dann nenne ich diesen Charakter jetzt Link! In Ehre vom Helden des Hyrules! Ja. Soll ich den Link nennen, Leute? Ja, ja, ich hab die Idee, jetzt kommen wir! Genau, dein Name ist also Link. Yes. Dies ist mein Enkel. Von jenen wollt ihr einander übertrumpfen. Hi, wie war nochmal sein gleicher Name? Oh, das wird geil. Der wollte übertrumpfen, ne? Und wie wir alle wissen, ist hier Ganondorf, der Großmeister des Bösen und der Feind von Link. Also nennen wir ihn Ganon. Weil Ganondorf leider nicht mehr hinpasst, sehe ich gerade. Oh mein Gott, das ist geil. Das ist richtig geile Idee. Komm, das müsste... Oh, Ganon. Oh yeah, Mann. Geil. Ah, es war also Ganon. Ja, Ganon, stimmt. Es lag mir auf der Zunge. Ach, hätte ich jetzt nicht gedacht. Link, eine unglaubliche Reise in die Welt der Pokémon erwartet dich. Eine Welt voller Wunder, Abenteurer und Geheimnisse. Kurz gesagt, ein Traum wird wahr. Oh ja, wenn das mal so ein Real Life wäre. Und da sind wir schon. Mitten in der Welt der Pokémon. Und wir starten mit einer Gamecube, oder? Link spielt SNES. Oh, nee, NES sogar. Okay, die Reise kann beginnen. Ach, stimmt. Alter, stimmt, das Spiel ist ja schon so alt. Krass. Hier ist so ein kleiner PC in der Ecke. Link schaltet den PC ein. Was willst du tun? Eigentlich noch gar nichts. Wir haben ja noch nichts, ne? Ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz klassisch an. Jetzt erstmal in den unteren Saal, wo unsere Mutter auf uns wartet. Richtig, irgendwann gehen wir alle Kinder fort, um ein Abenteuer zu erleben. Professor Eich von nebenan hat nach dir gefragt. Oh, hier gehen sie nicht zur Schule. Hier erleben alle ein Abenteuer, das ist nicht wundervoll. Und hier sind wir in Albastia, die Anfangsstadt. Eine sehr schöne Stadt. Und damit es weitergeht, gehen wir doch einfach mal auf die Route 1, oder? Huch, was war das denn? Warte, geh nicht raus! Wer hat da gesprochen? Oh, Eich! Draußen ist es gefährlich. Wilde Pokémon leben im hohen Gras. Du brauchst eigene Pokémon, um dich zu schützen. Komm, folge mir. Ja, gut, dann folge ich ihm halt.
Duft, 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 tschüpp, tschüpp. Da ist er. Opa, ich will nicht länger warten. Ich muss ihn zerschmettern, den Link. Ich bin der Großmeister des Bösen. Ich feier das so. Ganon, lass mich nachdenken. Ach, richtig, ihr solltet ja zu mir kommen. Wartet einen Moment. Hey, hier Link. Dort liegen drei Pokémon. Sie befinden sich in den Pokébällen. In meiner Jugend war ich ein engagierter Pokémon-Trainer. Jetzt, da ich alt bin, habe ich nur drei Pokémon übrig. Aber ich gebe dir eins ab. Wähle. Halt! Opa, und was ist mit mir? Habe ein wenig Geduld, Ganon. Auch du sollst eines bekommen. Ja, die drei Triforce-Teile, ne? Okay, ich höre schon auf. Zu viele Anspielungen auf Zelda. Ja, wir dürfen sogar vor unserem Bruder hier, ein Pokémon ausnehmen. Ich weiß ja schon, welches es wird. Es liegt, glaube ich, hier. Genau. Ah, Glumanda soll es sein. Trainiere es geduldig. Ja, weil mir Glumanda und beziehungsweise die Endentwicklung Glurak so extrem gut gefällt, nehmen wir einfach mal Glumanda, oder? Komm, ich liebe dieses Pokémon. Dieses Pokémon ist wirklich energiegeladen. Din, 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 din. Aber es wird wahrscheinlich jeder von meinen Kollegen, also Yannick und Dennis, wahrscheinlich schon wissen, dass ich Glumanda genommen habe. Ah, der Spitzname, das wird jetzt schwer, hä? Wie soll ich den denn mal nennen? Also mir kommt gerade... What the fuck, warum fällt mir jetzt dieser Name ein? Das werdet ihr nicht verstehen, warum mir dieser Name einfällt. What the fuck? Oh, shit! Warum fällt mir so ein Name ein, ohne Scheiß jetzt? Unser Pokémon heißt Markus Lanz. What the fuck? Das wird... Oh ja, das wird schön. Das ist so ein kleines Easter Egg an Dennis. Der wird das verstehen. Yannick Ingrid später auch. Ich werde es ihm mal damit erzählen. Sollen wir unseren Glurak Markus Lanz nennen? Sollen wir? Komm, wir nennen unser Glurak Markus Lanz. What the fuck? Oh, guck mal. Ganon hat Shiggy genommen. Oh, es geht weiter. Ich dachte, es kommt aus der Sequenz. Was sagst du denn noch? Wenn du auf ein wildes Pokémon triffst, dann kann dein Pokémon dagegen kämpfen. Ja, Sarat, einfach mal nicht. Ganon, warte, Link! Ich möchte dich herausfordern. Komm, wir kämpfen nun. Das erste Mal. Episch. Eine Herausforderung von dem Großmeister des Bösen, Ganon. Shiggy wird von Ganon in den Kampf geschickt. Oh, shit. Der erste Pokémon-Kampf. Ihr seht, das hätte ich ein bisschen spät gesagt. Oh, um Himmels Willen, aufdringlich wie immer. Link, 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 dies ist der erste Pokémon-Kampf, nicht wahr? Ein Pokémon-Kampf findet statt, wenn der Trainer mit ihren Pokémon gegeneinander kämpfen. Der Trainer, dem es gelingt, die Pokémon des anderen Trainers zu besiegen, indem er ihre KP auf Null bringt, gewinnt. Aber darüber zu reden, hilft nicht. Du musst mit deiner eigenen Erfahrung machen. Ja, genau, ich habe einen Filter auch noch drin, das dürfte euch auffallen. Kämpfen und lernen, das ist so ein ganz klassischer Filter. Habe ich auch in meinem Minish Cap LP drin. Ich finde den eigentlich ganz okay. Ihr könnt sagen, ob er euch stört, dann kann ich mal einen anderen ausprobieren, weil es ist ja schließlich ein LP und da müsst ihr auch ein bisschen entscheiden. So, Kampf. Wir werden direkt mal mit Kratzer angreifen. Dann einfach drauf. Das ist der erste Kampf. Dem Gegner Schaden zuzufügen, ist der Schlüssel zum Sieg. Seems legit. So, er setzt Tackle ein, macht nicht ganz viel Schaden wie wir und nochmal Kratzer. Und jetzt wird das Shiggy Heuler einsetzen. An den Rutenschlag, genau. Wir haben Heuler. Um Verteidigung zu senken. Ja, den Kampf hat man noch im Kopf so ein bisschen. Ich habe das an den Anfang ja viel gespielt, schon ein bisschen. Und da war ein guter Treffer wieder und das ist jetzt wieder Tackle ein. Ach komm, und du bist gleich down. Chill. Was? Also jetzt reicht's langsam mal, komm. Jetzt aber tschüss. Ja. Und du. Und tot. Ja, ihn. Besiegt, okay, besiegt. Markus Lanz erreicht Level 6. Das ist so scheiße. Es tut mir leid. Es passt auch gar nicht zu Glumal. Der heißt jetzt Markus Lanz. Spieler besiegt Rivale Ganon. Warum kann er nicht Link stehen? Was? Unmöglich! Ich habe mir das falsche Pokémon ausgesucht. Link gewinnt 80 Poké-Dollar. Warum das falsche Pokémon? Grandios! Bei einem Sieg erhältst du ein Preisgeld für deine Pokémon. Deine Pokémon werden auch stärker. Also ich kämpfe gegen andere Trainer und stärke so deine Pokémon. Ja, ja.
Okay, ich werde meine Pokémon trainieren, damit sie stärker werden. Link, Opa, wir sehen uns später. Cooler Typ, ne? Und hier sind natürlich auch noch Leute hier, ne? Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit ihm die Pokémon. Was bist du für ein Typi? Ich bin Professor Eichs Assistent. Ich studiere mit Pokémon. Du bist also ein Doppelgänger, okay. Professor Eichs seine Kapazität auf dem Gebiet der Pokémon und der Pokémon-Trainerin genießt er ein sehr hohes Ansehen. Trainern, nicht Trainerin, sorry. Was ist das für eine Maschine? Es ist besser, nicht daran herumzuspielen. Ja, könnte ja gefährlich sein, ne? Ich frage mich, wie das für eine Maschine ist. Nun ja. Ist er wieder ein Albastia. Wer bist du denn? Die Technik heutzutage ist unglaublich. Man kann sogar Items und Pokémon via PC lagern wieder abrufen. Geil, ne? Professor Eisler, Pokémon Labor. Ja, da waren wir gerade drin. Ah, es ist so nostalgisch hier, diese Musik. Din, 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 din. Din. Hat unsere Mutter uns noch irgendwas zu sagen? Ich weiß ja nicht, ne? Ich glaube nicht, oder? Link, du solltest eine Kurzpause einlegen. What the fuck? Ach, die heilt uns. Okay, geil. Sehr gut, du hast deine Pokémon großartig aus. Achte auf dich. Ja, ja. Ich werde auf Markus Lanz aufpassen. Keine Angst. Okay, was ist hier? Oh, wer bist du denn? Hallo Link, ich hörte, dass du den Gegner Ganon gekämpft hast. Das hätte ich gerne gesehen. Ja, Sarah, hast du aber leider nicht. Was liegt denn da auf dem Tisch? Kann ich mir das anschauen? Was ist das? Eine große Karte. Sieht nützlich aus. Eine große Karte. Sie ist nützlich. Ja, dann nimm sie dir weg. Sarah sitzt doch eh nur hier drin. Oh, shit. Servus. Nein, 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 ich brauche kein Hilfemenü. Tschüss. Ich weiß ja nicht, wie ich gerade aus Versehen auf die R-Taste gekommen bin, aber es ist passiert. Ja. Okay, dann verlassen wir mal hier. Was bist du denn für eine? Sieh nur! Ich habe das, was wir auf diesen Tipps und Trainerschildern steht, abgeschrieben. Drücke Start, um das Menü aufzurufen. Schilder sind hilfreich, nicht? Ja, ja. Hier ist das Menü. Hier ist ein Link. Hier sind unsere Pokémon. Hier ist unser Glumanda, Markus Lanz. Ich habe nämlich keinen Plan, ob es in diesem Pokémon überhaupt einen Typen gibt, der die Namen verändern kann. Aber ich will mich von dem fernhalten. Das Ding heißt jetzt bis zu Glurak, Markus Lanz. Das könnte mir schwören. Und da ist unser erster Kampf. Sehr nice. Gegen ein wildes Radfatz. Ja, easy, komm. Das kann jetzt ganz leicht mal hier Platz machen hier. Level 3, tschüss. Deinen Routenschlag kannst du jetzt sonst wohin stecken. Ja. Denn wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, ob wir das... Ich glaube, jetzt müsste man eine Kommentare schreiben. Wollt ihr, dass wir offscreen trainieren? Weil ich weiß nicht, das dauert ja ein bisschen länger, wenn man erfolgreicher sein will, hier in Pokémon, überhaupt so richtig gut weiterkommen möchte. Wir wissen ja allgemein nicht, wie weit wir das Together in die Länge ziehen oder wie lange wir spielen. Hi, ich arbeite in einem Pokémon-Supermarkt. Wir verkaufen viele praktische Dinge. Du findest unseren Laden in Ventania City. Am besten gebe ich dir ein Werbegeschenk. Dankeschön. Ja, genau, um nochmal zurückzugreifen, wir wissen noch nicht, wie was wir jetzt alles machen. Wahrscheinlich, solange wir Bock haben, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern auch. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das wollt. Offscreen-Leveling oder alles aufzeichnen. Die Parts sind 20 Minuten lang. Ich meine, das ist auch gleich schon vorbei, Alter. Es geht so schnell. Komm, ich will ein Pokémon. Weil das ist ganz praktisch. Jetzt hier auf der ersten Route sollte man schon ein bisschen trainieren. Desto mehr, umso mehr, desto besser. Weil wenn wir später mehr Pokémon in unser Team nehmen, das ist ganz gut, wenn Glumanda schon ein bisschen weiter höher ist, damit wir uns um die anderen auch kümmern können. So, komm Markus Lanz, setz den Kratzer ein. Und kratz Thomas Gottschalk von seinem Platz weg. Aber Wetten, das gibt's ja eh nicht mehr, ne? Ach, wer kennt's noch, Wetten, das? Komm, das kennen doch alle von euch. What the fuck, ja, wer ist für mich nur aufgesetzt? Meine Güte, sagt niemand mehr, dass ich im ersten Part von Pokémon Together über Wetten, das rede und Markus Lanz und Thomas Gottschalk. WTF. Ah ja, okay, tschüss, Mann. So. So, und ein Level Up auf Level 7. Sehr schön. Und jetzt erlernt er, glaube ich, was, oder? Glut, oder? Genau. Sehr schön. Markus Lanz erlernt Glut. Die erste Feuerattacke, die wir auf Glumanda haben. Sehr, 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 sehr wichtig. So, weiter geht's hier. Das ist ein Trainer? Ist das ein Trainer? Nee, bist du nicht, aber ich will gerade springen. Siehst du die Stufen hier? Du kannst nicht hinaufklettern, dafür aber herunterspringen. So kommst du viel schneller nach Albastia zurück. Naja.
Wenn wir bestimmt irgendwann auch nochmal besuchen, den Ort. Oh, ein Taubsi. Also das Pokémon will ich irgendwie auch irgendwie gerne haben. Ich mag das. Oh, jetzt hätte ich mal Glut machen können. Das mal zu zeigen. Aber das Ding ist eh Level 2. Das macht mir kaum Schaden. Ja. Ich mach jetzt mal Glut. Oh, das habe ich aus dem Beutel angeklickt. Aber da haben wir ja nur einen Trank drin, ne? Erstmal hier Glut. Batz. Das ist auch... Schnell down, dieses Taubsi, ne? Nice. Nice. So, geht's weiter hier. Ich glaube, das ist die letzte Gebüschhorde vor der nächsten City. Oh ja, noch ein Pokémon. Ja, jetzt freut mich jetzt so ein bisschen, wie gesagt, trainieren immer gut. Lass mal reinkommen. Alles. Es gibt ja auch den Speeder hier. Kennt ihr wahrscheinlich alles hier. Seht euch das mal an, Mann. Hier, Glut, dann kann man den Pokémon-Kampf beschleunigen. So kann man das einfach machen, um die Kämpfe einfach schneller vonstatten gehen zu lassen. Aber das habe ich euch jetzt einmal gezeigt. Eigentlich werde ich es noch nicht machen, außer wenn ihr das wollt. Das könnt ihr auch wieder in die Kommentare schreiben. Es ist alles eure Meinung komplett erwünscht. Wir spielen das für euch. Vertania City. Und jetzt wundervolle Musik hier wieder. Genau, es ist... Ja, wir spielen es ja auch für euch, ne? Es muss zwar uns auch Spaß machen, aber es soll euch auch Spaß machen. Deswegen müsst ihr auch sagen, was ihr wollt. Mit Speed, ohne Speed. Das müsst ihr entscheiden. Tipps für Trainer. Die Attacken der Pokémon werden durch ihre Angriffspunkte AP limitiert. Um die AP wieder aufzufüllen, musst du diese Pokémon in ein Pokémon-Center bringen. Ja, ja, das weiß ich. So, und hier ist ein Pokémon-Center. Gehen wir jetzt das erstmal rein. Willkommen im Pokémon Center. Hier kannst du deine Pokémon heilen und wir machen sie alle fit. Einfach so in so ein Ding reinstecken und dann sind sie wieder fit. So einfach geht das. Komm jederzeit wieder vorbei. Ja, ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Im Pokémon Center kannst du müde, verletzte und besiegte Pokémon heilen. Ist das nicht nice? Ja, ja, das ist nice. Es gibt in jeder Stadt ein Pokémon Center. Dort behandelt man deine Pokémon kostenlos. Guck mal, es ist ein alter Mann. Du kannst den PC in der Ecke dort drüben benutzen. Darauf kann man mich am Empfang freundlich... Was? Darauf hat man mich am Empfang freundlicherweise hingewiesen. Ja, und du sitzt jetzt die ganze Zeit. Wo sind deine Pokémon? Aber vielleicht schläfst du auch einfach hier drin, weil du kein Zuhause hast. Keine Ahnung. Nein, Spaß. So auf dem PC, genau, jemandes PC. Verdunkel sie jemals bisher hergestellt. Pokémon-Lagerungssystem geöffnet. Ja, ja, das ist... Das kenne ich ja alles. So dumm bin ich jetzt auch nicht, ne? Hier kann man die ganzen Pokémon lagern. Wir haben jetzt natürlich nur ein Pokémon gefangen. Hier oben sind die Team-Pokémon. Markus Lanz, Level 7. Alles gut. So. Was ist eigentlich der andere PC? PC von Link. Verbindung zum PC von Link. Was willst du tun? Briefbox, Itemlager. Ach so, Briefbox. Haben wir einen Brief? Hier ist kein Brief. Was willst du tun? Ach, kein Brief, okay. Itemlager auch nicht. Da können wir wahrscheinlich unsere Items lagern. Das ist auch halt einfach mal nicht. Was befindet sich denn hier oben? Oh. Was ist das denn hier? Ah, okay. Ich sehe es schon. Verbindung. Verbindung. Wir spielen auf dem Emulator, ganz klar. Da hat das nichts zu bedeuten. In 3 Minuten ist der Part vorbei, Leute. Dann muss ich beenden. Dann ist der... Yannick dran. Alter, komm, sprich mit mir. Möchtest du etwas über die 2 Raupen-Pokémon erfahren? Ja, warum nicht? Raupi ist nicht giftig, aber Horniloo. Achte auf seine Giftstachel. Okay. Raupi nicht, Horniloo schon. Interessant. Hier ist ein Pokémon-Markt. Hey, kommst du nicht aus Albastia? Professor Eich schickt dich, oder? Seine Bestellung ist angekommen. Holst du dir das Paket für ihn ab? Link erhält Eichs Paket. Link packt Eispaket in Basis-Item-Tasche. Ah, okay, dann muss ich das wieder, Eich bringen. Schaffe ich das in 2 Minuten? Komm, das schaffe ich noch in 2 Minuten. Dann renne ich nochmal schnell zurück. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, ich muss jetzt wieder in so unsere Heimat-City zurück. Ich glaube, ich renne da kurz, vorher hin, weil... Ja, genau, komm, das mache ich in diesem Part jetzt noch. Dann bringe ich das Paket noch schön Eichilein. Eichilein. Und dann sind wir alle glücklich. Die Parts habe ich auch noch gar nicht gesagt, werde ich auch vielleicht nochmal in die Beschreibung packen. Kommen Freitag, Samstag, Sonntag. Freitag ich, Samstag der liebe Yannick und Donnerstag der Rowdy de Dennis. Donnerstag, Sonntag. Freitag, Samstag, Sonntag. So, jetzt sind wir wieder in Albastia und hier ist Professor Eich hoffentlich drin. Ah, da ist er. Hallo Link, wie geht es deinem Pokémon? Es scheint dich sehr zu mögen. Du musst alle Pokémon-Trainer sehr talentiert sein. Du hast etwas für mich?
Link übergibt Professor Eis das Paket. Ah, auf diesen Spezial-Pokéball warte ich schon lange. Vielen Dank. Opa! Warum hast du mich hierher bestellt? Ach ja, ich habe eine große Aufgabe für euch. Auf dem Tisch dort seht ihr eine Erfindung von mir, den Pokédex. Er erfasst automatisch Daten über Pokémon, die man gefangen oder gesehen hat. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Link, Ganon, diese beiden sind für euch. Oh, sehr schön, wir bekommen einen Pokédex. Link hält den Pokédex von Professor Eich. Es reicht nicht, Pokémon zu sehen und detaillierte Informationen über sie zu sammeln. Du musst sie fangen. Benutze das hier, um wilde Pokémon einzufangen. Link erhält 5 Pokébälle. Nice! Link packt Pokéball in eine Pokéball-Tasche. Taucht ein wildes Pokémon auf, so kannst du es fangen. Wirf einfach einen Pokéball und versuche es. Doch du wirst oftmals keinen Erfolg haben. Ein gesundes Pokémon entkommt schnell, man muss schon etwas Glück haben. Ein Lexikon über alle Pokémon der Welt, das war immer ein Traum. Aber ich bin zu alt, ich schaffe es nicht mehr. Also bitte ich euch, meinen Traum zu verwirklichen. Macht euch auf den Weg. Dies ist eines der bedeutendsten Projekte in der Geschichte. Der Pokémon. Alles klar, Opa, überlass das ruhig mir. Link, es tut mir leid, aber ich brauche deine Hilfe nicht. Genau, ich leihe mir von meiner Schwester eine Karte. Und ich soll, und dir soll sie keine geben. Ey, die Karte wollte ich schon haben. Aber diese Karte wird sich Yannick holen, meine lieben Freunde. Oder wird er sich nicht machen? Ich stelle mich einfach mal als kleiner Hinweis vor diese Tür hier. Vielleicht wird ihm das dann auffallen, dass er da rein muss. Und ich verabschiede mich für diesen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Ihr könnt, wie gesagt, alles in die Kommentare schreiben, was ihr bemängelt, was ihr gut findet, was ihr euch wünscht. 20 Minuten Parts kommen Freitag, Samstag und Sonntag. Crypticon, Yannick Plays und Darui. Habt ihr euch mittlerweile, glaube ich, auch schon gemerkt. Und dann bin ich mal gespannt, wie der liebe Yannick auf Markus Lanz reagiert. Bis dann und ciao.